Es ist wieder mal Weltpremierenzeit. Zeit. So, das war jetzt mein kleiner Special-Spezialeffekt und damit herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer Matthias. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was die Katze uns heute wieder vor die Tür gelegt hat. Aha. Ja, die Katze hat sich wohl einen riesengroßen Wanderrucksack mitgenommen. Denn sie hat uns heute nicht nur eine Sache vor die Tür gelegt. Nein, wir haben gleich 4 nagelneue Mediabooks. Und zwar die sogenannte Full Moon Serie. Das, was das genau bedeutet, erkläre ich euch jetzt im Detail. Und zwar das Label AVV-WMM, je nachdem unter welchem Namen ihr es kennt, hat eine Repack-Serie, die bringen ja öfter mal Repacks raus. Und zwar haben sie sich jetzt dieses Mal speziell auf das Label Full Moon konzentriert und haben von diesem Label 4 limitierte, wirklich streng limitierte Mediabooks auf 111 Stück rausgebracht, die ich euch hier exklusiv vorstellen darf, noch vor dem Release. Also hier auf dem Kanal seht ihr quasi als allererstes. So, was erwartet euch denn hier? Ja, also ich werde unten eine Playlist machen und dort werdet ihr dann jedes Mal, wenn ein neues Video kommt, es dort auch finden. Das heißt, wenn ihr dieses Video später seht, könnt ihr gucken in der Playlist, vielleicht sind schon alle Videos online. Wenn nur ein Video, dann kommt der Rest halt danach. So, was erwartet euch in diesen Videos? Ihr werdet eine Inhaltsangabe bekommen von dem Film. Ihr werdet dann das Mediabook selber vorgestellt bekommen. Plus das Booklet. Das wiederum nehme ich quasi nur noch einmal auf, weil an diesem Repack sind natürlich alle 3 Booklets oder alle 4 Booklets in dem Fall komplett gleich, weil ist wie gesagt Repack und Repack bedeutet, das Label AVV oder WMM, je nachdem, hat sich die Rechte für eine Veröffentlichung gekauft, um, ich glaube von Wicked Vision war das in dem Fall, die haben glaube ich aktuell die Rechte daran, von Puppet Master Teil 1 bis 3 und den dritten Teil von Subspecies. Und die Repacks, wie gesagt, behalten die bereits existierenden Discs, die ihr dort auch zu kaufen bekommt. Also wenn ihr diese Filme bereits besitzt, dann erwartet euch hier nichts Neues, außer halt eine schöne Verpackung. Oder für Leute wie mich, die halt sehr spät in dieses Thema reingekommen sind, was zum Beispiel Puppet Master angeht, habe ich richtig Bock drauf gehabt und habe mich richtig gefreut, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Serie entdeckt habe, dass dann zu dem Zeitpunkt auch die Mediabooks rauskamen. Also von dahingehend, für Leute wie mich oder für Leute, die wirklich extrem Sammler sind, die Sammleredition, wirklich 111 ist wirklich wenig und dementsprechend für diese Leute wäre das natürlich auch noch was. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und danach erwartet euch übrigens noch die Ton- und Bildbewertung plus dann noch eine Gesamtbewertung von dem Mediabook. Also, das wird euch alles erwarten und ich würde sagen, wir legen jetzt mal als allererstes los mit dem ersten Teil. Und in dieser Serie ist der erste Teil Puppet Master Teil 1. Logisch. Worum geht es in Puppet Master? Ja, der Puppenmeister André Toulon besitzt die magische Gabe, Puppen zum Leben zu erwecken. Und er stirbt relativ früh in den 30er Jahren, aber er hat sein düsteres Erbe hinterlassen in einem alten Hotel. Und in diesem alten Hotel treffen sich eine Gruppe von Leuten, die telepathisch miteinander verbunden sind. Und wurden da eingeladen zu der Beerdigung von einem ihrer Mitstreiter, der auch mit ihnen telepathisch verbunden war. Doch dann passieren eigenartige Geschichten und mörderische Puppen sind wieder unterwegs. So viel erstmal zu der Inhaltsangabe und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal dieses schöne Mediabook hier etwas genauer an. Ja,
Puppet Master, wie schon erwähnt, der erste Teil der Serie, und Puppet Master ist auch so das, worum es hier bei diesem Full Moon geht. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Cover an. Wir haben hier ein mattes Cover, ohne Prägung, ohne alles. In einem sehr oldschooligen Design sind die Meister des Todes. Nicht viel Text, finde ich immer gut, wenn man es nicht so übertreibt und auch jetzt hier nicht irgendwie groß noch Darsteller draufschreibt, die sowieso keine Sau kennt. Von daher, ja, das hier übrigens ist unser, ja, das so, die Hauptpuppe möchte ich es mal nennen. Den Namen vergesse ich immer wieder. Es ist natürlich Blade. Na klar, logisch eigentlich, hätte ich auch selber drauf kommen können. Ja, und hier unten die anderen paar abgefahrenen Puppencharaktere. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Die haben wirklich in dem Film auch jeder seine eigene Rolle, aber das hatte ich ja schon alles erwähnt. Und hier diese auch richtig schön ekelhaft, die spuckt immer so ganz gefährliche Sonderblutegel. Ansonsten, ja, schön klassisches Design, und auf dem Spine auch wieder sehr gut lesbar. Sehen wir hier das Cover nochmal in Mini-Format und ja, Puppet Master gut leserlich in Rot mit weiß mit roten Umrandungen. Ja, die Rückseite zeigt so ein paar kleine Szenen hier aus dem Film. Da sehen wir nochmal Blade. Hier eine der 6 Sehnen und hier eine lustige kleine Puppe mit riesengroßen Händen und kleinem Kopf, die aus dem Sarg klettert. Ist der Pinhead, ja, nicht der Skinhead, sondern der Pinhead, weil er so einen kleinen Pinkopf hat. Und hier nochmal eine 6 Sehne, das ist die gleiche übrigens von hier oben, ja, nur nochmal aus einem anderen Blickwinkel, die in der Unrated ein bisschen länger zu sehen ist. Ja, ansonsten hier die Zusammenfassung, die ich euch ja schon am Anfang gegeben habe. Dann hier mal kurz, wer da so alles mitgemacht hat. Und ja, der ausführende Produzent Charles Band, da sehen wir gleich noch mehr zu. Ja, ansonsten 2-Disc Limited Super Spooky Stories Edition. Also das ist ja quasi diese Repack-Edition von dem Label WMM. Und ja, auf Tonformat gehe ich am Ende nochmal drauf ein. Und Untertitel keine. Steht auch hier ganz wichtig für Leute, die auch kein Englisch kennen. Wir gehen nämlich jetzt zu den Extras. Ja, wir haben den Trailer zum Film und Szenen aus der Unrated-Version. Und das ist halt ganz wichtig, weil, wie das erfahrt ihr gleich hier am Schluss, handelt es sich hierbei um eine Cut-Version. Details am Ende nicht abschalten ist wichtig. Und hier die Unrated-Version, quasi die geschnittenen Dinger, seht ihr aber hier trotzdem. Dann Behind the Scenes ist schon echt cool gemacht, weil man da wirklich mal sieht, wie diese ganzen Puppen auch überhaupt gemacht wurden, weil das echt ziemlich krasse Animationen sind. Handwerklich ziemlich cool gemacht. Es macht schon ziemlich Spaß, die Bildergalerie. Ja, Freunde des Kanals wissen es Bescheid. Bin ja ein großer Fan von sowas. Trailer-Show gibt es halt nochmal alle möglichen anderen Trailer, die jetzt nichts mit dieser Serie zu tun haben, weil hier wie ihr schon, wo steht es, hier unten lesen könnt, mit freundlicher Genehmigung von Wicked Vision. Das heißt, es sind Wicked Vision Titel, weil das ja auch eine Wicked Vision Scheibe ist. Ja, ansonsten Booklet schauen wir uns gleich nochmal an, und Puppentheater bei Vollmond von Mike Blankenburg ist 16 Blankenburg, sorry, ist das Booklet. Dann haben wir noch eine Bonus-Blu-ray mit einem weiteren Horrorfilm. Und ich finde es krass, dass sie hier nicht geschrieben haben, um welchen es sich handelt. Das ist schon, also da hätte man ruhig mal ein bisschen mehr auf den Putz hauen können, finde ich. Das ist schon ziemlich tief gestapelt, möchte ich mal sagen. Und dann hier unten die Limitierungsnummer 81 draufgedruckt von 111. So. Zu den Filmen kommen wir, wie gesagt, am Schluss nochmal, und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt mal das Mediabook hier etwas genauer an. Ja, die super spooky Story, und die ist geschrieben, wie gesagt, von dem guten Mike Blankenburg, und der hat hier quasi so nochmal die gesamte, den gesamten Werdegang vom Puppenhorror Mr. Charles Band quasi nochmal komplett aufgerollt. Ne? Also hier am Anfang so ein bisschen so die Einführung in, warum Puppenhorror gruselig ist und wie er das selber so erlebt hat in seiner Kindheit mit der Muppet Show. Und dann geht es hier die Einführung, wer ist denn Charles Band eigentlich gewesen? Und das ist quasi der Produzent und Gründer von Full Moon Picture. Und hier erfahren wir jetzt quasi, wie sich das alles so aufgebaut hat. Hier auch lustiges Wortspiel, Familienbande, weil die Band, Familieband ist in dem Filmgeschäft durchaus groß unterwegs. Sein Vater auch Horrorfilmregisseur gewesen und Produzent. Sein Bruder hat hier Komponist gemacht. Und ja,
Er hat dann halt mit Eimöchen, mit seinen Familienmitgliedern hier irgendwie, ja, quasi so ein bisschen seine filmische Laufbahn mit begleitet haben. Dann hat er hier seine erste Produktionsfirma gegründet, Charles Band Productions. Da geht's ein bisschen um die Geschichte, was hier so alles bei rumgekommen ist. Und ja, dann zum Beispiel mit da dieser Film Laserkiller, Todesstrahlen aus dem All, der auch hier mal als Schläferz lief. Er hat übrigens auch, später sehen wir das auch noch, mit seine Hände bei Dollman dabei gehabt, lief auch schon bei Schläferz. Und ja, ich muss sagen, Dollman soll ja erzählt werden als einer der besten, schlechtesten Filme aller Zeiten, was so die, ja, zumindest diese Action-Community angeht. Wenn man mal von Trolls absieht, habe ich euch übrigens hier auch mal, blende ich euch da oben ein, habe ich euch mal vorgestellt, das Mediabook zu Trolls. Und ja, dann sein nächstes Label war Empire Pictures, und was das so alles Schönes produziert hat, lesen wir hier in diesen sämtlichen Teilen, wie sich das so entwickelt hat, auch sehr spannend. Das ist echt ein ziemlich großer Output, was dieser Mann hier alles gemacht hat. Dann geht es wirklich weiter hier unten mit der Gründung von Full Moon Pictures. Wie ihr seht, habt ihr hier wirklich ein reines Text-Media-Book. Quasi, hier sind keine Bilder drin und hier ist wirklich die ganzen Seiten komplett, ja, wirklich nur Text und auch nicht gerade groß geschrieben. Ja, und da erfahren wir quasi hier so ein bisschen am Anfang, wie quasi es ging los halt bei Full Moon mit dem Puppet Master, und dementsprechend geht das hier alles auch so ein bisschen mehr um diese Serie von Puppet Master, hier zum Beispiel auch der Kameramann von Lucio Fulci, der das Haus am der Friedhofsmauer und die ganze Stadt der Zombies mitgedreht hat, kommen die genialen Kamerafahrten am Anfang, das ist auch sehr geil gemacht, muss man übrigens sagen, die Kamerafahrt in dem Film, und ja, geht hier dann noch ein bisschen weiter, was denn so die weitere Entwicklungsgeschichte dann war. Hier einzige Bild hier mal mittendrin übrigens, wo ich gerade auch gesagt habe, es gibt hier nur Text von Puppet Master 4, der nicht erschienen ist in dieser Repack-Serie. Und ja, dann am Ende wurde auch noch teilweise mit Paramount zusammengearbeitet, die dann auch teilweise Filme veröffentlicht haben. Und dann gab es halt den Bruch mit Paramount, was dann quasi hier nochmal beschrieben wurde. Und dann gibt es quasi am letzten Abschnitt nochmal, wie sich dann Full Moon von 2004 bis heute gemacht hat, was so dieses Label noch so raushaut. Ich glaube, bekanntere Sachen, die vielleicht der ein oder andere kennt, wo war das hier? Zombies vs. Strippers stand, glaube ich, hier noch irgendwo. Ich glaube, den kennt man noch zumindest. Gesehen habe ich den, glaube ich, nur teilweise. Ich bin mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall geht es hier so ein bisschen mehr Richtung Massenproduktion und ja, zeigt dann so ein bisschen, also wirklich die gesamte Geschichte, was hier so alles an, ja, von Charles Band hier alles rausgeschmissen wurde. Und ja, hier steht Zombies vs. Strippers 2012. Und ja, der sogar dann mit Corona-Zombies, ich glaube, der ist auch so ein bisschen, zumindest in den Medien ein bisschen bekannt geworden, weil halt der das Thema, jetzt habe ich es natürlich gesagt, werbeunfreudig, auch wenn ich verdiene ja hiermit nichts, ich habe ja keine Werbeeinnahmen, der ja so mit das Thema aufgegriffen hat, zeitgeschichtlich und so ein bisschen dann, ja, wie das Thema quasi so ein bisschen in der Popkultur quasi als Zombie-Film aufgearbeitet wurde. So, und dann hier am Ende nochmal, das finde ich, hätte man so ein bisschen designtechnisch noch ein bisschen absetzen können. Hier geht es nämlich um diesen Mike Blankenburg. Scheint ein echt cooler Dude zu sein. Ich schaue mal hier auf Instagram bei ihm vorbei, The Horror of the Dead Ends. Falls ihr mein Instagram noch nicht seht, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Und ja, am Ende sehen wir dann nochmal ein Bild von Puppet Master Axis of Evil. Ja, kleiner Bonus an dieser Stelle. Das Mediabook hier hat ja noch einen Bonusfilm drin. Und um diesen Bonusfilm soll es mal ganz kurz an diesem kleinen Teil hier gehen. Will ich nicht zu weit drauf eingehen, nur eine kleine Inhaltszusammenfassung. Es ist der Film Die Grotte der vergessenen Leichen. Ein Giallo aus 1971, der bei Genrefans, so wie ich das gelesen habe, doch sehr beliebt ist. Also hier zwei gute Filme in einem Mediabook. Kurz Inhaltsangabe, worum geht es in diesem Film? Der Lord Cunningham verliert seine Frau und der Tod hat ihn so schwer getroffen, dass er in eine psychische Behandlung gehen musste. Nach dieser Behandlung irrt er wirr durch London und ja, sucht sich Frauen, die seiner verstorbenen Frau ähnlich sehen. Und
dann quält und foltert er diese auf seinem Anwesen. Dann lernt er eine junge Dame kennen, die er dann auch spontan heiratet, und seitdem geht dann auf seinem Anwesen ein Mörder um. Ob es seine verstorbene Frau ist, die von den Toten wiedergekehrt ist, oder ob ihn jemand einen Streich spielen möchte, das erfahrt ihr in dem Film. So, und jetzt geht's weiter mit der Inhalts- und Ton- und Bildbewertung. Ja, wir fangen wie immer mit der Bild- und Tonbewertung an. Wir nehmen am Anfang wieder mal den Ton, der ist nämlich nicht so sonderlich viel zu sagen. Wir haben hier einfach eine klassische Dolby Digitale 2.0 Stereo-Tonspur, also quasi DVD-Tonqualität. Ist in Ordnung für diesen alten Film. Hätte man sich natürlich mehr gewünscht. Es gibt nämlich zum Beispiel hier auch in Englisch die 5.1 Dolby Digitale Tonspur. Gut, da kleiner Abzug. Dafür wiederum glänzt das Bild aber wirklich, wirklich gut. Am Anfang, erste Szene, dachte ich nur so, huch, das ist aber ganz schön gruselige Qualität. Das waren aber wahrscheinlich nur die Außenaufnahmen. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie die extern irgendwo dazugekauft von einem alten Hotel oder Gebäude, Schloss, was auch immer, mit Meerblick. Und ja, diese Aufnahmen waren sehr verrauscht und von der Bildqualität auch nicht wirklich super. Wiederum danach, nach den anderen gedrehten Szenen, alte Schwede. Also wir haben den Film von Anfang der 90er, ich glaube 92 war das, oder ja, 92 glaube ich. Nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall, dieser Film, eine richtig schöne Bildqualität, also wirklich, die Farben waren akkurat, sehr natürlich gehalten und das Bild war knackenscharf. Das muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ansonsten, wie würde ich diesen Film und dieses Mediabook bewerten? Ja, der Film an sich ist handwerklich richtig stark gemacht. Die Puppen haben wirklich Stil und Charakter. Ich hatte euch ja schon mal hier, kann ich euch mal zeigen, hatte ich euch schon mal Dolls vorgestellt von Koch Films, der ja quasi damals so die Puppen-Horror-Welle losgetreten hat. Und ja, quasi jetzt mit Puppet Master habe ich dann so ein bisschen weiter in diese Richtung meiner Sammlung vervollständigt. Und ich muss sagen, im Vergleich zu Dolls haben diese Puppen hier, wie man sieht, hier auch eigenständige Charaktere und finde ich, ja, wenn man von der Art her sehr viel persönlicher, möchte ich sagen. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Der Film ist null gruselig oder beziehungsweise nicht furchteinflößend. Ich finde eher sagen, ich würde sagen, das handelt sich so ein bisschen mehr in diesem schaurigen Bereich und macht aber auf jeden Fall Spaß. Ein sehr schöner Trash-Film. Und die Spezialeffekte sind wirklich gut gemacht und auch die Figuren sind wirklich gut gemacht, wie man ja auch im Making-of gesehen hat, wie das denn alles so passiert wurde. Ansonsten, wichtig vielleicht noch zu erwähnen, der Film hier ist nicht uncut, das ist der US-R-rated Cut. Jetzt sagt ihr, was, warum, wieso kauft ihr sich ein Mediabook, was cut ist, wieso bringen die sowas auf den Markt, wie können die nur? Folgendes. Ich hatte es ja schon erwähnt vorhin bei den Extras. Wir haben hier die Extras der Unrated, die Szenen aus der Unrated-Fassung haben wir hier als Extra drauf. Warum? Weil es gar kein HD-Master von dem Unrated gibt. Das heißt, wir haben nur die DVD-Qualität und dementsprechend, wenn man dann. Man hätte es so machen können, dass man quasi die Unrated-Szenen in die R-Rated reinschneiden würde. Aber ob das Spaß macht, ich glaube nicht, weil wenn da so mittendrin so rums die Bildqualität runter sinkt, wie gesagt, ihr könnt es euch ja anschauen, dann seht ihr ja die Bildqualität. Ob das wirklich so gewollt wäre, ich weiß nicht. Ich habe mir die Szenen angeguckt. Schade, dass sie nicht drin sind. Sie ziehen quasi eigentlich, meisten Szenen sind eigentlich nur eine Verlängerung der Szenen, die ihr vorher gesehen habt. Also so viel mehr Gewalt oder so kommt gar nicht dazu. Es wird halt quasi runtergekürzt. Genauso wie Sexszenen, die wurden auch schon ein bisschen, da wurde kurz gezeigt. Und dann war wieder weg. So, und mit der Unrated war das halt alles ein bisschen länger, mehr draufgezoomt und so weiter. Ja, alles in allem, das Mediabook. Wie gesagt, die Repacks, wir wissen, was wir da kaufen. Also von daher finde ich es nicht schlimm, dass wir hier dieses Mediabook, wie gesagt, das Booklet in allen gleich ist, wenn man das halt vorher weiß. Was ich aber ziemlich geil finde, ist der Bonusfilm, dass wir hier quasi noch einen extra Film mit drin haben. Der Film ist in einer guten Qualität und dahingehend für Sammler und für Leute, die auch wirklich dann noch zwei Filme haben wollen, warum nicht?
meine Empfehlung geht raus, Daumen hoch. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr das nicht verpassen wollt, wie die anderen schönen Teile dieser Full Moon Serie hier auf diesem Kanal gezeigt werden. Ja, dann bleibt dran und Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Kommentieren nicht vergessen. Das ist ganz wichtig, Leute. Dieser Kanal lebt hier quasi immer nur so eindimensional. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr eure Meinung, Feedback etc. einfach in die Kommentare haut. Ich lese jeden Kommentar und antworte auf jeden. Jetzt aber Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.